Ja, mit der geballten Macht von allen Recken der neuen Generation werden wir nun diese Pyramide, den Donnertempel, betreten. Und wieso ist mein Gamma-Bild schon wieder so rot? Die mystische Musik lädt doch schon dazu ein, dahin zu gehen. So, komm mal her, du. Hör das mal ein da oben. Geht nicht. Dann müssen wir wohl auf das Ding da schießen, ne? Komm. Schießen wir da oben rauf, auf diesen Panzer. Jawohl. Alter, was ist das für ein Krieg? Direkt ein Bosskampf. Kryptokönigin, okay. Oh mein Gott, Digga. Wir werden überrascht. Siehst du, Link? Hier ist der Ursprung des Sturms. Sie wissen aus wie so... Dieses Ding ist dafür verantwortlich. Los, setzen wir dem Schrecken ein Ende. Ägyptokönigin, Peiniger des Donnertempels. Das ist die Anführerin der Ägypter. Gut, ist es gut, Abstand zu wahren? Was haben wir hier Schönes? Mal gucken, ob sie Bomben fressen kann. Haben wir noch einen extra starken Bogen hier? So. Komm mal näher hier. Was? Sie ist ausgewichen! Wir sollten es mit derselben Taktik versuchen, die auch gegen Gitos hilft. Na dann. Sie ist weiß geworden. Reagiert sie etwa genau wie die Kryptos? Sie ist Haben wir hier irgendwo Elektrozeug? Ja. Schwäch! Jetzt laufen deine Angriffe für uns Zeit. Sie macht Sandstürme des Todes. Dieser Sand. Man sieht fast nichts mehr. Ich will meine Waffe dringend mal wechseln. Master Sword, obwohl. Donnergrio-Klinge. Weg deine Wucht. Alles klar bei dir, Link? Er hat tatsächlich ein bisschen Schaden bekommen. Aber es reicht nicht. Wir müssen dieses Viech wieder vom Himmel holen. Allem, was wir haben. Oh, das war's. Es war nur eine Begrüßung. Okay. Wäre auch ein bisschen krass gewesen, wenn sie jetzt einen kompletten Boss schon mal an den Anfang getan hätten. Aber das ist auch schon mal überraschend. Sie ist in Richtung der Spitze geflohen. Um ihr zu folgen, müssen wir im Gebäude einen Weg nach oben finden. Mhm. Link, lass uns rausfinden, wie wir hereinkommen. Es ist ja offensichtlich, was wir tun müssen. Warten, bis ihre Blitzkraft da vorne ist. Und dann den Eingang zeigen. Vor allem aber, sobald sie aufgeladen ist. Ein Bogen! Komm. Machen wir diese Teile kaputt.
Ich glaube, ich brauche mal irgendwie eine Elektroattacke. Jawohl. Aber der Loot ist immer noch geil. Komm mal her. Sehr gut. Gipto-Pilze sind dahin. Nun zerstören wir die letzten Zombies hier. Gibt so Alarm. Gott. Damit ist der Eingang zum Tempel endlich frei. Aber das ist so gelb. Das ist das endlich weg. Donnertempel. Und unser Elektroschwert zerbricht gleich. Schöne Krüge sind zu stören. Ein Krogfächer. Den nehme ich auch mal mit. Den konnten wir noch gebrauchen. Ja, um diese Sandhaufen wegzumachen. Flammenwerfer. Und der letzte Sandhaufen. Gut platziert und hatte auch einen guten Sinn. Sich zur Seite rollt. Die Musik ist auch mystisch wieder. Mächtig. Wir haben hier eine Fackel. Die werden wir denn da wahrscheinlich auch brauchen. Wie am Anfang des Spiels rennt Link wieder mit einer Fackel rum. Ich glaube nicht, dass hier Crocs sind. Daher setze ich ihm lieber die Krone auf und ein etwas anderes Oberteil ziehe ich ihm an. So hat er ein bisschen mehr Angriff. Die Leuchthose noch hinzu. So. Damit leuchten wir so ein bisschen im Dunkeln. Untergeschoss des Tempels 1. Das ist wirklich wie bei einer Pyramide. Also ich finde es schon ziemlich geil. Wir haben jetzt auch die Karte. Oh mein Gott, ich glaube, das wird mein Lieblingsdungeon. So. Auch hier gibt es mehrere Fackeln. Und alles schön dunkel gehalten, ne? Da unten ist Loot. Ob ich da mal runterspringe? Jetzt haben wir zwar keine Fackel mehr. Aber können uns den ganzen Loot hier nehmen. Und das sind nur ein paar Knochen, um es realistisch zu halten. Also. Ich brauche nur einen Deckensprung. Das ist ein Problem. Aber raus da. Und dann nehmen wir uns einfach unsere Fackel. Los geht's. In den nächsten Raum. Hier hinter muss doch was sein, oder? Warte mal. Ja. Der Gypto, der will Stress mit mir. Kann aber kommen. Truhe ist mein.
Der Topas. Einen Holz. Ein Bogen. Ah. Hier sind zwei Gräber. Aus dem einen ist er aber emporgestiegen. Da vorne ist wohl noch ein Gipto, den ich gerade gestunt habe. Oh mein Gott, was ist das denn? Eine Falle oder was? Aber wirklich, da geht's dann noch einen Gang tiefer. Der muss sterben. Alles voller Leichen hier. Konnte mir auch nichts anhaben. Was ist denn hier? Was ist da so versteckt? Eine Waffe? Okay. Und hier unterm Stein wahrscheinlich auch, ne? Na, hier ist nichts Besonderes. Da. Aber schön, dass sie hier schöne Fallen eingebaut haben. Nur mit stärkeren Gegnern, bitte. Ich liebe diesen Sound. Oh, hast du das Feuer gelöscht? Jetzt kann ich weiter. Ach, sie konnte nicht weiter. Was? Brennende Kugeln? Jetzt auch noch. Feuerkugeln? Okay. Boah, wir kehren die Zeit für sie um. Bruder, ich hab die Zeit angehalten für diese Scheißkugel. Da kommt jetzt keine runter. Ich denke. Ah, oh, Digga. Als. Ah. Das war brutal. Kugeln werden aufgehalten. Gut, ich bin gleich bei dir, Link. Mhm. Brutale Falle. Du hältst mich nicht auf. Wir kennen eure Schwächen. Ein Gipto-Nest? Was haben wir denn hier Schönes? Ein Bogen. Ah, aus dem entstehen halt wirklich Gipfels. Zerstört. Sieht cool aus hier mit diesem Sand. Auch die Wellen im Sand so. Ich finde, die heutigen Open World Games sind sehr, sehr realistisch getreu auch. Und
auch wenn vieles animiert ist, so, weißt du? Einfach so kleine Details. Die bocken richtig. Von hier kamen wir. Das weiß ich. Von hier kamen wir. Hier ist die Treppe. Dann ist hier ein weiterer Durchgang. Wir brauchen eigentlich gar kein Licht, weil, apropos Licht. Lichter jetzt. Na komm, wer ist schneller? Du bist geschockt und kriegst das Eiswaffe in den Rücken rein. Und jetzt? Das. Diese Kombi tut ihn schon ganz schön weh. Was will er? Als ob, Digga! So, das ist ein Tod. Er ist auch der einzige Gegner hier. Aber aus kompletter Dummheit haben wir halt dafür gesorgt, dass uns fast alle Feen ausgehen, ne? Habe ich überhaupt noch eine Fee? Ja, ich habe noch eine Fee. Eine Fee habe ich noch. Das bedeutet, nach der Fee ist Schuss. Wir finden hier ganz schön viele Fallen. Oh mein Gott. Ich habe den Gegner befreit. Aber dieser Blitzschlag hat ihn erledigt. Gott. Übrigens habe ich hier einen geheimen Raum entdeckt. Nicht nur laut der Map, sondern auch so. Wow. Schon wieder in so eine Falle. Na komm, hier ist auch ein geheimer Spiegel. Warum ist da Feuer? Ja komm, tauschen wir den Bogen halt aus gegen den hier. Können wir die Truhe auf das Feuer stellen? Es geht. Aber. Junge, ich hab doch das Feuer schon aufgehalten. Er lässt es nicht zu. Vielleicht weiß ich trotzdem, was dahinter steckt, wenn ich das hier nehme. Ach Bruder, was verbrennt ihr mich denn jetzt noch dort? Aber warte, es ist doch eh nur eine Waffe wieder, ne? Die da hinten lauert. Ja, dann ist es egal. Könnt ihr so lösen, wenn ihr wollt. Ich muss da nicht unbedingt rein. Das sind schöne, viele kleine Verstecke in der Pyramide auf jeden Fall. So wie auch in den echten Pyramiden. Gibt's ja auch versteckte Schätze. Okay.
So, wir haben jetzt hier ein Spiegelrätsel. Da oben ist ein Spiegel. Und wir müssen jetzt was machen. Um das Licht zu reflektieren. Mein erster Versuch ist das hier. Es reicht aber nicht aus. Also... müssen wir das so machen. Ja. Gut geregelt. Damit können wir weiter. Wir sind im Untergeschoss, ne? Das bekommen wir jetzt höher. Donnertempel EG. Es gibt noch viele Geschosse. Und wir sind im Raum des Aufstiegs. Alles klar. Ja, das muss auf jeden Fall wieder definitiv geschnitten werden, alles. Ich denke mal, 3 Etagen kann man jetzt pro Part machen oder so, keine Ahnung. Link, ich bin mir sicher, dass uns das Wandbild in der Stadt zu diesem Tempel führen wollte. Und wenn das so ist, finden wir bald heraus, wem die Stimme gehört.